Herzlich willkommen, liebe Kollegen, zu unserem Videoblog. In unserem ersten Thema ging es um den optimalen Erntetermin beim Raps. Und heute geht es um die optimale mäherische Einstellung beim Raps und um die Verlustsenkung. So, fangen wir gleich beim Schneidwerk an. Ein variables Schneidwerk ist bei modernen Mähdreschern heute Standard. Und das ist auch gut so, weil wir durch Sorten- und Bestandesführung, weil sich die Erntetermine doch nach hinten geschoben haben, in die Weizenernte rein. Und wir brauchen einen schnellen Wechsel zwischen den beiden Kulturen. Aber spätestens an den Ährenhebern scheiden sich die Geister. Manche Mähdrescherfahrer kommen mit voller Besetzung aus der Wintergerste raus, also mit voller Besetzung der Ährenheber, und fahren auch so in den Raps rein. Ich meine, in stehendem Raps brauchen wir keine Ährenheber. Im Gegenteil. Sie stupsen den Stängel schon an, weit bevor eigentlich ein Tisch drunter ist. Sie fädeln sich in die Verzweigungen auf, sie rütteln an der Pflanze, die Schoten fallen oben aus und fallen praktisch zu Boden. Jetzt haben wir dennoch ab und zu mal Lagernester drin oder auch lagernde Bestände. Dann ist es dann doch ganz gut, wenn man diesen Teppich unterfahren kann. Und deshalb nimmt man als Kompromiss auf jeden sechsten bis achten Finger einen Ährenheber. Der Tisch wird so weit ausgefahren, wie es das Schneidwerk hergibt. Außer man hat dünne Bestände, wo die Matte sich eine Weile auf dem Schneidtisch staut, ehe sie eingezogen wird vom Schneidwerk. Das gibt einen unrunden, einen ungleichmäßigen Einzug. Und ungleichmäßiger Einzug ist immer Gift für jedes Dreschwerk und für jede Reinigung. Das setzt sich mit einer ungleichmäßigen Abscheidung fort und endet dann hinten mit erhöhten Verlusten. Es ist im Prinzip so ähnlich wie beim Getreide auch. Man versucht beim Getreide die Halme mit den Ähren voran, der quer von der Schnecke zuzuführen. Und beim Raps ist es genau das Gleiche. Man möchte, dass die Stängel mit den Schoten voran vom Schneidwerk eingezogen werden. Das gelingt uns nur, wenn wir das Schneidwerk sehr hoch nehmen, wenn wir auf einer langen Stoppel mähen. Auch wenn jetzt eine kurze Stoppel besser aussieht und gefühlt besser verrottet und sich besser einarbeiten lässt, kostet die richtig viel Geld. Denn im unteren Bereich sind die Stängel dicker, als der Dreschspalt weit ist. Und durch Bestandesführung und durch eine dünne Aussaat haben wir sehr kräftige Stängel in den Beständen stehen. Das heißt, jeder Stängel wird angequetscht im Dreschwerk, gibt die Feuchtigkeit an das Truschgemisch ab und das verhindert eine gute Abscheidung. Die Körner kleben praktisch an diesem Gutgemisch fest. Und wenn Sie mal einen Rapsstängel aufschneiden und drücken Ihren Daumennagel da rein, dann sehen Sie, wie viel Wasser in diesem Mark noch drin ist. Kommen wir zur Haspel. Die Haspel soll möglichst wenig eingreifen. So sehr die Haspel auch ein Helfer im Getreide ist, so nachteilig wirkt sie sich im Raps aus. Denn sie greift ja praktisch im oberen Drittel ein, da wo die Schoten am ehesten zum Aufplatzen neigen. Und dort kämmt sie in diesem Bereich. Die Haspel soll nicht heranholen, sie muss auch nicht halten, sondern im Prinzip braucht man die Haspel nur zweimal. Man braucht sie einmal, wenn man reinfährt, dann soll sie das gut festhalten, bis die quer vor der Schnecke zieht. Und alles andere, das Nachdrücken, das Nachschieben, macht man mit einer zügigen Fahrgeschwindigkeit. Und dann braucht man die Haspel nochmal ein zweites Mal, wenn man rausfährt, dass praktisch die letzten Stängel nicht über das Schneidwerk drüber kippen. Aber die Stängel haben ja einen sehr festen Widerstand an sich. Sie biegen sich vom Schneidwerk nicht weg, wie das beim Getreide der Fall ist. Deswegen lässt man die Haspel im stehenden Bestand im Prinzip weit nach hinten genommen Richtung Fahrerkabine, läuft sie sanft mit und drückt praktisch das Erntegut von oben auf die Querförderschnecke. Im Falle, es schiebt sich was vorne über die Querförderschnecke drüber. Zur Haspeldrehzahl. In der Praxis sehe ich ganz oft, dass die Haspeldrehzahl zu schnell oder zu langsam läuft. Läuft sie zu schnell, dann kämmt sie im oberen Bereich die Schoten aus. Auch wenn jetzt noch schon ein Tisch drunter ist, haben wir sehr hohe Spritzverluste. Sie soll auch nicht zu langsam laufen, dann staucht sie den oberen Schotenbereich und bringt auch die Schoten zum Aufplatzen. Also wie gesagt, die Haspel eigentlich nur zum Reinfahren und zum Rausfahren. Ansonsten läuft sie zurückgenommen Richtung Kabine, läuft sie sanft über der Querförderschnecke mit. Die Haspelzinken, die stehen leicht auf Vorgriff, maximal senkrecht, auf keinen Fall auf Nachgriff, denn dann passiert es, dass sie die Rapsstängel quasi über die Quervorderschnecke mit hochziehen. Also die Haspelzinken sollen nicht kämmen und sie sollen auch nicht stauchen. Man will wenig Turbulenzen im oberen Schotenbereich. So, nächster Punkt ist der Abstand der Schneckenwendeln zum Bodenblech.
Viele Mähdrescherfahrer, wenn die aus der Wintergerstenernte kommen, machen sich nicht unbedingt die Mühe und heben die Querförderschnecke gegenüber dem Bodenblech etwas an. Wenn man jetzt viel Raps zu dreschen hat, dann lohnt es sich, den Abstand zu vergrößern. Und zwar auf etwa 25 bis 35 mm. Der Raps ist ja heute keine Rennfahrerkultur mehr. Wir haben durch Pflanzenzüchtung, durch Bestandesführung und durch eine dünne Aussaat haben wir sehr kräftige Stängel stehen. Die sind sehr sperrig im Einzug und wenn man den Abstand der Schneckenwände zum Bodenblech erhöht, hat man einen deutlich besseren Einzug und das vergleichmäßig den ganzen Erntefluss. Das setzt sich im Dreschwerk fort, bei der Reinigung fort bis zum Häcksler. Und spätestens, wenn das Schneidwerk anfängt zu rungsten, dann sollte man sich die kurze Zeit nehmen und den Abstand Schneckenwände zum Bodenblech erhöhen. Das ist bei den meisten Schneidwerken sehr einfach gelöst. Man löst 4 Schrauben und kann praktisch mit einer Spindel die Schnecke dann anheben. Das macht man auf beiden Seiten. Wer jetzt zwischen Raps und Weizen sehr häufig wechselt, der will natürlich nicht andauernd die Schnecke rauf und runter stellen. Der bleibt auf einer Einheitseinstellung stecken. Die liegt ungefähr so bei 20 bis 25 mm. Aber das heißt, man darf dann auch nur das obere Schotenpaket einziehen. Dann ist der Schneckenabstand richtig. Auch der Abstand der Schneckenwindungen zu den Abstreifern muss man etwas häufiger kontrollieren. Wenn die Schnecke kotzt, um im Fachjargon zu bleiben, wenn praktisch die Stängel stauen oder wenn sie hinter dem Schneidwerk wieder hochkommen, dann sind oft die Abstreifer zu weit weg von den Schneckenwindungen. Und eine Querförderschnecke arbeitet ja nur gut in einer Dreierkombination. Das heißt Abstand zum Bodenblech, Abstand zu den Abstreifern und eine gute Arbeit der Multifinger, die das gut mitnehmen und an den Förderschacht weitergeben. Und der Abstand zu den hinteren Abstreifern, der Windungen zu den Abstreifern, soll nicht mehr als 5 mm betragen. Auch die Förderkette nimmt man normalerweise in die höhere Position. Das unterbleibt ganz oft durch den schnellen Wechsel von Rapsweizen, nimmt man sich die Zeit nicht. Wenn man nur das Schotenpaket abschneidet und die sperrigen Stängel auf dem Schlag lässt, dann kann man bei einer Getreideposition bleiben. Wenn man die Förderkette anhebt, merkt man aber sofort die bessere Annahme und die bessere Förderung. Man muss es nicht tun, aber wer nach Stellschrauben sucht, hier wäre noch eine. Dann läuft. An meiner Seite war übrigens Herr Beck. Hallo. Er fährt diesen Mähdrescher. Er kommt aus dem Agrarunternehmen Wolferschwender. Und Wolferschwender liegt nah am Mittelpunkt Deutschlands. Mitten in Deutschland. Und wir, liebe Kollegen, wünschen Ihnen jetzt eine erfolgreiche und verlustarme Ernte.